Willkommen zu einem neuen So geht das besser Video. Heute mit den Pop-Tarts. Und ich glaube, davon gibt es in Deutschland nur eine Sorte. Und die sind ja so cool, weil man die in der Mikrowelle, im Toaster machen kann. Und die kann man auch ganz einfach selber machen, denn ganz viele haben geschrieben, dass sie das unbedingt sehen wollen. Und deswegen haben wir gedacht, realisieren wir das mal für euch in einer ganz simplen Variante, für die ihr nur 1, 2, 3, 4, 5, 6... optional 7 Zutaten braucht. Also eigentlich ziemlich simpel. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, erstmal mache ich mal ein so ein Ding auf, damit ich sehe, wie groß die sind. Weil ich muss auch sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Pop-Tarts gegessen. Okay, also das sieht ziemlich läppsch aus. Also so sieht das Original aus. Was ihr braucht auf jeden Fall erstmal ist ein Quiche- oder Tarte-Teig. Den könnt ihr natürlich auch selber machen, aber für die ganz Faulen einfach fertig kaufen. Ich glaube, dieser hier ist von No Name. Tante Fanny. Knaller. So, machen wir das mal auf. Und da schneidet ihr euch jetzt einfach so Quadrate raus. Ist ja auch Tante Fanny, dass der rund ist und nicht quadratische Sachen braucht, aber macht ja nichts. Nehme jetzt mal kurz eine, so eine Tarte und leg die hier drauf. Ah, das wird eine kleinere Tarte, muss passen. Davon schneide ich mir jetzt mal so viele hier raus, wie ich hinkrieg. So, ah, guck mal, passt genau. Das passt doch exakt hier drauf. Ist es nicht schön? Wow. Jetzt hätte ich das so geplant. Hier, guck mal, hier geht die Ecke schon ab von der echten Tarte. Gucken, ob ich hier noch zwei hinkriege. Ich glaube nicht. Dann mache ich lieber noch eins in der Originalgröße, damit das da auf den anderen da drauf passt. Dann kann ich mir wenigstens drei Stück machen. So, das hier ist dann den Müll. I don't need you anymore. I don't need you anymore. In diesen Tarts drin ist ja eine Füllung, nämlich eine Erdbeerfüllung. Und die mache ich jetzt gleich selber. Und alles, was ich dafür brauche, ist Marmelade. Und zwar Erdbeermarmelade, weil ich möchte ja die gleiche Geschmacksrichtung machen, wie die haben. Und das ist Erdbeer. Also nehme ich mir Erdbeermarmelade. Davon so 200 Gramm, beziehungsweise reichen für die, brauche ich eigentlich weniger. Ach so, also so 150 Gramm reichen da schon. So, das ist ungefähr so viel, wie hier drin ist. Dazu kommt jetzt ein Löffelchen Maisstärke, da reicht echt so ein belegter Teelöffel. Das gibt dem Ganzen einfach eine bessere Konsistenz. Das müsst ihr dann nur miteinander vermischen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann nehmt ihr hier eure fertigen Quadrate oder, nee, das sind ja Rechtecke. Nehmt eins, füllt in die Mitte so einen Streifen Marmelade. Das sind so anderthalb Esslöffel gehäuft. Und dann nehmt ihr euch das zweite Stück und legt das einmal da oben drauf, sodass ihr quasi eine Tasche formt. Und jetzt drückt ihr die Enden mit der Gabel platt. Ihr seht, da ist jetzt kein Muster drin. Deswegen werde ich hier auch kein Muster machen, sondern das Ganze einfach nur ganz gerade platt drücken, damit die Füllung auch nicht rausläuft. Und dann nehmt ihr euer Retard und legt die auf ein Backblech und dann kommt die gleich in den Ofen. Aber erstmal mache ich das jetzt mit all meinen Tarts, die ich jetzt hier konstruiere. So, das sieht doch schon mal sehr tartartig aus. Und das Ganze kommt jetzt so ungefähr für 15 Minuten lang in den Backofen bei so 180 Grad. Ihr könnt aber nach 10 Minuten schon mal gucken, lieber, dass die ein bisschen zu leicht sind, als dass sie euch verbrennen. Also immer ein Auge auf den Ofen haben. Hey! So, jetzt sind meine Tarts gefüllt und jetzt kommt da eine kleine Eiglasur noch oben drauf. Dafür nehmt ihr einfach ein Ei, komplett. Sterbt dabei nicht, so wie ich. So, da ist Schale drin. Knaller. Die hole ich jetzt mal eben hier raus. Schale kriegt man am besten mit Schale aus dem Ei. Und ich habe hier einen wunderbaren Pinsel. Und mit dem werde ich jetzt meine Tarts bepinseln. Das mache ich jetzt hier einfach mit jeder. Einfach einmal dünn mit Ei bepinseln. Das bekommt dann einen schönen Glanz und sorgt dafür, dass die Oberfläche nicht aufplatzt. Und wenn ihr das geschafft habt, dann kommt das Ganze so ungefähr für 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Ihr könnt aber nach 10 Minuten schon mal reingluken. Nicht, dass die Dinger nachher verbrennen. Das wollt ihr auf gar keinen Fall. Deswegen ab in den Ofen. Ah. So, während die Tarts jetzt im Ofen sind, kümmere ich mich einmal um die Zuckerglasur, die da oben drauf ist. Und alles, was ich dafür brauche, ist Puderzucker. Da habe ich jetzt hier so ungefähr 100 Gramm. Das reicht schon, weil ich habe ja auch nur drei Tarts. Also reichen eigentlich auch so. Ha, komm, machen wir das Ding mal leer, dann ist es leer. Und da kommt jetzt Sahne rein. Und zwar so viel Sahne, bis das Ganze eine glasurartige Konsistenz hat. Und da reicht eigentlich hier schon so ein Löffel Sahne, würde ich mal schätzen. Aber ich schütte jetzt einfach mal ein Stück rein und dann werden wir schon sehen. Und wenn ihr wollt, dass das Ganze noch bunt ist, könnt ihr da wahlweise auch noch Lebensmittelfarbe oder Marmelade mit reinmachen. Dann schmeckt das auch noch ein bisschen süßer. Aber mit Sahne kriegt das Ganze einfach so einen sehr, nennen wir es mal, butterigen und sämigen Geschmack. So, das ist eigentlich so die perfekte Konsistenz. Es ist sehr cremig und das reicht auch für drei Tarts auf jeden Fall. Und dann könnt ihr das Ganze gleich genauso wie mit dem Ei einfach einpinseln. Aber ich warte jetzt erstmal noch, bis meine Tarts fertig sind. So, die Tarts waren jetzt 15 Minuten im Ofen. Damit ich den Geschmackstest gleich machen kann, haue ich jetzt schon mal hier meine Pop-Tarts in die Mikrowelle. Toaster. Meine Pop-Tarts in den Toaster. So rum. Ich weiß gar nicht, wie lange die da rein müssen. Use lowest heat settings. Alles klar. Das heißt, das kommt jetzt mal hier rein und dann tschüss.
So, während das da drin ist, kümmere ich mich jetzt hier um die Front. Da kommt jetzt erstmal hier meine schöne Mische drauf, die ich gerade fabriziert habe. Die schmier ich jetzt hier einmal drauf. Da ist ein Haar von der Bürste. Lecker. Und da kommen jetzt noch ein paar Sprinkles drauf. Eigentlich sind es nur die pinken und die weißen, aber ich habe jetzt keinen Bock, die rauszusuchen. Also kommen jetzt einfach bunte drauf. Wowi, und das mache ich jetzt einmal bei jedem von diesen Dingern. Oh, wow. So, meine Tarts sind fertig. Die Tart hier ist auch gerade rausgepoppt. Deswegen heißt die Pop-Tart. Und jetzt wird es Zeit für einen Taste-Test. So, ich starte mit dem Original. Sehr heiß. Heiße Sachen sind geil. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr beißen, dass ich mehr von der Füllung kriege. Warte mal. Ha! Oh, gefangen. Noch heifer. Schmeckt scheiße. Ich habe das vorher noch nie gegessen. Ich kann mir vorstellen, dass sowas mit Nutella innen drin total lecker ist. Die Marmelade schmeckt halt nicht nach hochwertiger Erdbeermarmelade. Schmeckt einfach nur nach süß mit ein bisschen Erdbeergeschmackstropfen oder so. Also lecker ist das nicht. Das ist wie der billigste Keks mit ein bisschen Erdbeermarmelade. Wie die billigsten Billo-Kekse. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt einfach mal eine von denen hier essen. So, probieren wir mal das hier. Gucken, wie das schmeckt. Der Teig schmeckt gar nicht so viel anders, nur dass der ein bisschen hochwertiger schmeckt, den ich gerade esse. Aber der Zuckerguss schmeckt schon mal gleich. Das ist nicht so derbe süß. Ich versuche mal mehr von der Füllung abzukriegen. Mmh. Oh ja, Dashi-Marmelade. Mmh. Also das schmeckt jetzt wie so ein leckerer Frühstückstoast mit Marmelade und ein bisschen zu süß dafür. Also ein bisschen mehr Zucker, aber schmeckt tausendmal besser. Du willst, ey, ich tropfe. Du darfst ein Stück probieren, du, sonst frisst du das gleich komplett auf. Also das schmeckt tausendmal besser. Ich lüge nicht, es schmeckt einfach hundertmal besser. Ich würde mir diese Dinge nie kaufen. Ich habe die vorher noch nie gegessen, aber in der Erdbeerversion schmecken die wirklich nicht lecker. Ich kann verstehen, dass man sich morgens einfach irgendeinen Scheiß in die Toaster reinschmeißen will, wenn man keinen Bock hat, was zu kochen. Aber dann würde ich mir eher schnell ein Brot mit Marmelade schmieren, als mir so ein Ding zu machen. Falls jemand die Teile feiert und richtig lecker findet, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Preislich sind wir da ziemlich gleich. 8 Stück kosten von denen hier 6 Euro. Und für die 3, beziehungsweise man hätte auch noch einen 4. machen können mit dem Rest, den hätte man aber nochmal ausrollen müssen. Also für 4 Stück haben wir jetzt ungefähr für alle Zutaten 3 Euro genommen, bezahlt, so. Das heißt, man ist preislich eigentlich exakt bei dem Gleichen. Und wenn ich mir aussuchen könnte fürs gleiche Geld, ob ich lieber das hier essen will oder lieber eins von meinen selbstgemachten, dann wäre das definitiv das, was ich nehmen würde. Und das war ja jetzt wirklich nicht schwer, das zu machen. Das war ja jetzt super easy. Und ihr müsst mal überlegen, das, was ich gekauft habe, also die Marmelade würde noch für mehr davon reichen, der Puderzucker würde für mehr davon reichen, die Maisstärke würde für ganz viele noch davon reichen, die Sprinkles für ganz viele davon noch. Nur den Teig müsste man immer wieder neu kaufen. Da kann ich nicht verstehen, dass man diese Dinger kauft. Da kann man die viel einfacher und viel leckerer selber machen. Also so geht das definitiv besser. Preislich genauso gut und um einiges leckerer. Und ich würde auch sagen, dass es ein bisschen nahrhafter ist, was wir gerade zusammenstellen. Das ist immer noch total süß. Aber ich würde schon sagen, dass da ein bisschen mehr Nahrhaftigkeit. Naja. Liebe. Liebe ist definitiv drin. Falls ihr das nachmacht, schickt mir gerne eine Nachricht bei WhatsApp. Nummer steht wie immer unten in der Infobox. Und ansonsten ganz viel Spaß dabei. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Pop-Tarts gegessen habt. Beziehungsweise ob ihr die feiert. Wie gesagt, das würde mich echt mal interessieren, weil ich finde die nicht geil. Vielleicht gibt es ja Sorten, die geil sind. Wenn ihr eine kennt, schreibt rein.